willkommen auf meinem Kanal Rischkas Welt. Vielen Dank dafür, dass ihr meinen Kanal abonniert. So weiß ich, dass meine Arbeit gebraucht wird. In diesem Video lernen wir, wie man ein sehr schönes Deckchen häkelt. Mein Deckchen hat eine Größe von ca. 70 cm. Für meine Arbeit habe ich dieses Häkelschrift verwendet. Den findet ihr nochmal in meiner Facebook-Gruppe. Einen Link dazu ist in der Beschreibung unter diesem Video. Dazu möchte ich sagen, ihr seht, ich habe hier so gekritzelt. Diese Häkelschrift ist ein Spiegelbild von dem, was eigentlich sein soll, beziehungsweise wahrscheinlich für Linkhänder gedacht. Deshalb musste ich hier einiges umdenken. Einige Reihen davon sind sehr kompliziert gewesen, die habe ich vereinfacht. Und ich habe hier auch einiges geändert, zum Beispiel hier an der Stelle in der Reihe 21 bis 24 habe ich mit Reliefstäbchen gehäkelt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und Mitmachen. Und jetzt lasst uns bitte anfangen. Für unsere Arbeit brauchen wir folgende Materialien. Das Garn. Bei mir ist das 100% Baumwolle. 50 Gramm enthält 175 Meter. Und die empfohlene Nadelstärke dabei 2 bis 2,5 mm. Dann brauchen wir natürlich auch noch einen Häkelnadel, bei mir 2 mm. Eine Schere, um unsere Enden abzuschneiden. Und einen Wollnadel, um unseren Enden zu verstecken. Als erstes machen wir eine Luftmaschenkette. So, erste Schlinge. Und dann mache ich 15 Luftmaschen. 2, 3, 4. Und ich schließe das Ganze in einen Kreis. Reihe Nummer 1. Ich mache eine Luftmasche, die als feste Masche zählt. Und dann in den Kreis machen wir auch noch 20 feste Maschen. Arbeitsfaden holen und 2 Schlingen zusammenhäkeln. Und jetzt schließen wir das Ganze mit Hilfe von einer Kettmasche. Reihe Nummer 2 geht auch ganz einfach. 3 Luftmaschen, die als ganze Stäbchen zählen, und dann mache ich in dieselbe Masche der Vorreihe noch ein Stäbchen. In die nächste Masche der Vorreihe mache ich wieder 2 Stäbchen. Und so machen wir in jede Masche bis die Reihe vollständig ist. Also insgesamt müssen wir 40 Stäbchen rundum haben und wie auch in der ersten Reihe mit Hilfe von einer Kettmasche wird
die Runde abgeschlossen. Reihe Nummer 3. Wir machen 3 Luftmaschen, die als ganzes Stäbchen zählen. Einen Umschlag und dann gehen wir in die nächste Masche der Vorreihe und häkeln da rein ein Stäbchen. Dann eine Luftmasche, in die nächste Masche ein Stäbchen, in die übernächste eine Luftmasche dazwischen. Immer 2 Stäbchen häkeln, jeweils in einer Masche der Vorreihe und eine Luftmasche zwischen unsere Stäbchen. Also 2 Stäbchen, eine Luftmasche. Zwei Stäbchen. In dieser Reihe haben wir wieder 40 Stäbchen gehäkelt. Immer eine Luftmasche zwischen 2 Stäbchen. 2 und 2, ne? Und jetzt müssen wir die Reihe beenden. Eine Luftmasche und in die dritte Luftmasche schließen wir das Ganze mit Hilfe von einer Kettmasche. Reihe Nummer 4, die geht auch ähnlich. 3 Luftmaschen, die als ganzes Stäbchen zählen. In die nächste Masche, die hier, häkeln wir wieder ein Stäbchen. Jetzt machen wir 2 Luftmaschen und die nächste Masche der Vorreihe ein Stäbchen, noch ein Stäbchen in die übernächste Masche und hier machen wir eine Luftmasche. Dann wieder 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen und noch 2 Stäbchen, eine Luftmasche. Diese Reihe haben wir mit 2 Luftmaschen angefangen. Das heißt, wir müssen mit einer Luftmasche beenden, da wir die Luftmaschen immer abwechselnd gemacht haben. Also hier habe ich 2, eine Luftmasche und in die dritte Masche mit Hilfe von einer Kettmasche schließen. Reihe Nummer 5 ist sehr ähnlich der Reihe Nummer 4. 3 Luftmaschen, die als ganze Stäbchen zählen, noch ein Stäbchen in die nächste Masche, dann mache ich 2 Luftmaschen zwei Stäbchen und diesmal mache ich 3 Luftmaschen, 3. Dann wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen. Genauso wie in der Vorreihe, einfach abwechselnd 3 Luftmaschen. Zwei Stäbchen und so weiter. So, diese Reihe habe ich mit 2 Luftmaschen angefangen. Das heißt, mit 3 Luftmaschen werde ich die auch beenden.
drei Luftmaschen und mit Hilfe von einer Kettmasche schließen wir die Reihe ab. Reihe Nummer 6. Wir machen dann weiter so einen Kreis. Drei Luftmaschen, Stäbchen in nächste Masche davor. Und jetzt machen wir einfach nur drei Luftmaschen zwischen unsere Stäbchen. So, zwei Stäbchen, drei Luftmaschen. Zwei Stäbchen, drei Luftmaschen. Ich denke mal, das kriegt ihr selber auch hin. Das ist jetzt Reihe Nummer 6. Reihe Nummer 7, 8 und 9 geht genauso. Nur zwischen diese zwei Stäbchen gibt es in der Reihe 7 4 Luftmaschen, in der Reihe 8 gibt es 5 Luftmaschen und in der Reihe Nummer 9 6 Luftmaschen. Macht bitte all diese Reihe selbstständig und in der Reihe 10 sehen wir uns dann wieder. Reihe Nummer 10. Wir machen jetzt drei Luftmaschen, die als ganze Stäbchen zählen und noch zwei Luftmaschen, die für unsere Muster nötig sind. In die nächste Masche machen wir ein Stäbchen und jetzt machen wir fünf Luftmaschen, 4, 5 und dann wieder ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen, Stäbchen in die Masche davor, 5 Luftmaschen, 3, 4, 5, Stäbchen, zwei Luftmaschen zwischen zwei Stäbchen. Ich denke mal, das ist ganz einfach. Mach das bitte selbstständig zu Ende. Und so beenden wir diese Reihe. 5 Luftmaschen. 3, 4, 5. Und in die dritte Masche schließen wir das Ganze mit Hilfe von einer Kettmasche. Reihe Nummer 11 geht wieder ganz ähnlich der Vorreihe. Drei Luftmaschen, die als ganze Stäbchen zählen. Dann drei Luftmaschen, die für unsere Muster nötig sind. Und dann machen wir Stäbchen in die nächste Masche. So. Fünf Luftmaschen. 3, 4, 5. Stäbchen, drei Luftmaschen, wieder Stäbchen. Wie ich schon sagte, das ist genau dasselbe wie in der Vorreihe, nur eben statt zwei Luftmaschen machen wir Zwischenstäbchen drei Luftmaschen. Und so wird diese Reihe beendet. Eigentlich genauso wie davor. 5 Luftmaschen und in die dritte Masche mit Hilfe von einer Kettmasche schließen wir die Reihe ab. Reihe Nummer 12 und Reihe Nummer 13. Machen wir höchstwahrscheinlich jeder für sich. Hier gibt es überhaupt gar keine Besonderheiten. In der Reihe Nummer 12 machen wir drei Luftmaschen und dann machen wir noch 4 Luftmaschen
die zwischen unser Stäbchen für Muster sorgen und dann ein Stäbchen. 5 Luftmaschen, 3, 4, 5 und dann Stäbchen und 1, 2, 3, 4 Luftmaschen, zwischen Stäbchen. Genauso wie die zwei Reihen davor. In der nächsten Reihe machen Sie 3 Luftmaschen und dann noch 5 zusätzlich für den Muster, ein Stäbchen, 5 Luftmaschen zwischen diese beiden Elemente und dann 5 Luftmaschen gibt es auch zwischen Stäbchen immer wieder. Also ich denke mal, hier gibt es überhaupt gar keine Komplikationen. Beendet bitte diese zwei Reihen und in der Reihe 14 sehen wir uns wieder. Reihe Nummer 14. An dieser Stelle habe ich mich spontan entschieden, hier Perlen zu verwenden. Meine Perlen haben eine Durchmesser von 6 mm. Und ich zeige euch, wie ich das jetzt mache. Also, erster Abschnitt, machen wir einfach nur 7 Luftmaschen, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und verbinden das Ganze mit einer festen Masche in nächste Masche der Vorreihe. Hier mache ich 1, 2, 3 und vierte Luftmasche verwende ich für meine Perle. Ich habe so einen Haken selbst gebastelt aus ganz feinem Draht. Und jetzt setze ich die Perle ein. So. Und ziehe diesen Haken raus. Und so mache ich jeder zweite Abschnitt. Ich verbinde meine Perle mit einer Kettmasche. Und dann mache ich 1, 2, 3 Luftmaschen und eine feste Masche in die Masche der Vorreihe. Wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine feste Masche und hier werde ich weiter mit Perle machen. Wie ich schon sagte, jeder zweite Abschnitt mache ich mit Perlen. So, jetzt habe ich letztes Mal 7 Luftmaschen gemacht und beende diese Reihe, indem ich das Ganze hier unten, wo wir angefangen haben, mit Hilfe von einer Kettmasche verbinde. Und nur zur Info, für diese Reihe habe ich 20 Perlen verwendet. Wie ich schon sagte, jeder zweite Element. Reihe Nummer 15. Jetzt wird es spannend. Also, wir müssen mit Hilfe von Kettmaschen in die mittlere Masche kommen. Und wir haben hier 7 Luftmaschen unten gemacht. Und jetzt machen wir, ja, ich mache jetzt 1. Hauptsache, ich habe Mitte erreicht. 2, 3, wahrscheinlich noch ein. Also 3 3 Kettmaschen habe ich gerade gemacht. Also sieht mittig aus. Dann mache ich 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 16, 19 Luftmaschen müssen wir insgesamt machen. Und dann eben hier in die mittlere Masche verbinden. Aber hier möchte ich wieder so über diese Perle noch eine Perle einbauen. Übrigens, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn ihr das auslässt, ne? Also gar nicht macht. Einfach in der Vorreihe 7 Luftmaschen immer wieder und hier dann eben 17 Luftmaschen müssen wir machen und dann in die mittlere Masche hier verbinden. Ich mache jetzt meine erste Perle. Genau so, mit Hilfe von einer Kettmasche verbinde ich sie. Ne, ist nicht so. Und dann nochmal 8 Luftmaschen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ich lasse diese hier, also das, was man mit Perle war, frei, so wie ich sagte. 1, 2, 3 in die vierte. 1, 2, 3, ne? In mittlere Masche der Vorreihe häkle ich einfach eine feste Masche. Und dann mache ich wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In die neunte mache ich wieder eine Perle. Aber ich denke mal, das Prinzip ist verständlich. Macht das bitte zu Ende. Und so beende ich diese Reihe. Jetzt habe ich die Luftmaschenkette mit Perle komplett fertig. Und ich muss dann eben hier praktisch mit einer Kettmasche das Ganze verbinden. Und dann ist es fertig. So, jetzt machen wir Reihe Nummer 16. Wir gehen diese Luftmaschenkette entlang. Ich mache hier 3 Kettmaschen. Und ab hier mache ich 3 Luftmaschen und noch 6 Stäbchen in die Lücke. 2, 3, 4, 5, 6. Man kann das natürlich auch in jeder Masche machen, aber ich denke mal, das ist absolut unwichtig. Wenn ihr das möchtet, bitte sehr, in 6 obere Luftmaschen macht einfach nur ein Stäbchen. Wir machen 7, ne? Also 3 Luftmaschen, die als ganze Stäbchen zählen. Also 7 an jeder Seite. Jetzt machen wir 13 Luftmaschenkette, aber ich mache hier noch ein letztes Mal eine Perle. Ich fange neu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In die siebte mache ich noch eine Perle. Mit einer Kettmasche verbinde ich und dann 6,
2, 3, 4, 5, 6 Luftmaschen. Wie gesagt, insgesamt sind es 13. Und dann mache ich 7 Stäbchen an anderer Seite von Perle. 1, so dicht genug aneinander gebunden, dann eben 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 Stäbchen. Dann mache ich praktisch wieder Umschlag und gehe unter andere Luftmaschenkette in die Luke und mache weiter 7 Stäbchen. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 und dann weiter mit 13 Luftmaschen bzw. wenn ihr Perlen benutzt, 6 Luftmaschen an jeder Seite, in die 7. machen wir eine Perle rein. Und so wird das dann aussehen. Also hier braucht ihr keine Angst haben, also hier machen wir in der nächsten Runde wieder mit Stäbchen, ne? Also dann sieht das schon mal richtig hübsch aus. Und so beende ich diese Reihe. Ganz einfach. Letzte Element zu Ende häkeln und dann eben in dritte Luftmasche mit einer Kettmasche verbinden. Reihe Nummer 17. Hier wird es ganz spannend. Also, damit wir die richtige Maschenzahl der Vorreihe kennen, müssen wir von oben die vierte Masche abzählen, ne? Von oben. Das ist dann am besten. Ihr könnt natürlich von unten machen, aber ich mache dann eben von oben. Und dann mit Hilfe von Kettmaschen gehe ich in die vierte. Ne? Also 1, 2, 3, vierte. Dann mache ich hier 3 Luftmaschen, die als ganzes Stäbchen zählen. Und hier, wie ich auch in der letzten Reihe noch zusätzlich geschrieben habe als Tipp, mache ich, wir haben hier 6 Maschen, damit das auch besser hält und besser aussieht. Also ich mache erste direkt in die Masche rein und noch 6 Stäbchen in die Luke, ne? Also einfach unter dieser Luftmaschenkette drunter. Drei, vier, fünf, sechs, sieben und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Luftmaschen. Also vorerst habe ich mit Perlen schon mal alles gemacht, was ich vorhatte. Dann mache ich
wieder 6 Stäbchen unter die Luftmaschenkette in die Luke. 6 Stäbchen. Zwei, vier, fünf, sechs und siebte mache ich direkt in die Masche rein. So. Und hier 1, 2, 3. Und die vierte von oben, wie ich schon sagte, machen wir ein Stäbchen. Dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Wie ich schon sagte, mir ist es bequem, von oben zu zählen. 1, 2, 3, in die vierte ein Stäbchen rein. Also das wird dann so ein Element geben. So, und dann gehe ich sofort in die Masche rein und mache, ja, mache da wieder 7 Stäbchen. 2, 3, 4. Und dann 7, 2, 4, 6, 7. Okay, und dann mache ich wieder 13 Luftmaschen. So muss das dann aussehen. 7 Stäbchen, ein Stäbchen in die vierte Masche der Vorreihe. 5 Luftmaschen dazwischen, wieder ein Stäbchen in vierte Masche der Vorreihe, 7 Stäbchen, 13 Luftmaschen und dann und so weiter. Und so wird diese Reihe beendet. Ich habe ein Stäbchen in vierte Masche der Vorreihe gemacht, dann 5 Luftmaschen. Hier, wo ich angefangen habe mit 3 Luftmaschen, ich gehe ganz hoch und verbinde das Ganze mit einer Kettmasche. Reihe Nummer 18. Mit Hilfe von Kettmaschen gehen wir praktisch zu der Spitze. Alle diese Stäbchen hoch. Und dann gehen wir bis zum siebte Luftmasche der Vorreihe. Auch wie ich schon sagte, bis zur Mitte. Also 3, 4. 5, 6, 7. So muss das aussehen. Und dann wird es einfacher. Einfach mal 19 Luftmaschen häkeln. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Und dann verbinde ich das Ganze in den nächsten Element, also da, wo wir wieder 13 Luftmaschen in der Vorreihe hatten. Ich zähle mal 2, 4, 6 in die siebte
Luftmarsch, also praktisch in die Mitte, mit einer festen Marsche. Und diese Reihe wird dann eben wieder mit Kettmarsche so verbündet. Reihe Nummer 19. Wir gehen mit Kettmarschen, so paar Marschen höher. 2. Dann mache ich 3 Luftmarschen, die als ganze Stäbchen zählen. In dieselbe Marsche davor häkle ich noch ein Stäbchen. In nächste Marsche mache ich so einzelne Stäbchen. Dann wieder doppeltes. 2 in einer Marsche. Und nochmal einzelne. Und so machen wir diese Luftmarschenkette bis vor diese 2 Marschen. Insgesamt müssen wir 26 Stäbchen hier haben und davon 9, so zweifaches ist es nicht, also doppel gehäkelte Stäbchen, ne? Also ich habe jetzt 1, 2 und beenden werde ich auch mit 2 Stäbchen in einer Masche. So, jetzt habe ich meine 26 Stäbchen gehäkelt. Am besten empfehle ich auf jeden Fall nachzuzählen. Also doppelte Stäbchen in einer Masche habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal gemacht. Und dazwischen gibt es nochmal einzelne. Und wie ich schon sagte, insgesamt müssen es 26 werden. Und dann machen wir eine Masche. Werden wir übergehen und in die nächste mache ich sofort 2 Stäbchen in einer Masche davor. Dann mache ich wieder 1 Stäbchen und so beenden wir diese Runde. Wie ich schon sagte, empfehlenswert immer wieder nachzuzählen, denn für nächste Runde muss die Stäbchenzahl genau passen. So, diese Reihe habe ich fast fertig und ich schließe die mit einer Kettmarsche in die dritte Marsche. Reihe Nummer 20 ist nicht so einfach, aber ich denke mal, wir kriegen das hin. Mit Hilfe von Kettmarschen gehen wir bis zur Stelle, wo wir zweites Mal diese 2 Stäbchen in eine Masche gehäkelt haben. So, 2 Kettmaschen habe ich schon. 3, 4. Jetzt bin ich in der Mitte. Wie ihr seht, ne, das sind die 2 Stäbchen in eine Masche. Und von hier aus fangen wir an weiter zu häkeln. Also wir machen jetzt 5 Luftmarschen, 1, 2, 3, 4, 5, verbinden das Ganze in die nächste Stelle, wo wir wieder 2 Stäbchen aus einer Masche gehäkelt haben.
mit Hilfe von einer Kettmasche. So, dann machen wir 3 Luftmaschen, 2, 3, Umschlag und nächste 2 Stäbchen in die Mitte einstechen und ein Stäbchen da rein häkeln. 2 Luftmaschen, also nächste 2 Stäbchen aus einer Masche davor, wieder ein Stäbchen häkeln und noch einmal 2 Luftmaschen, Umschlag holen und zu der nächsten Mitte gehen und wieder ein Stäbchen häkeln. 3 Luftmaschen symmetrisch dem, was, wo wir angefangen haben. Mit Hilfe von Kettmasche verbinden wir nächste Mitte, ne, so von 2 Stäbchen. Und hier 5 Luftmaschen, 2, 3, 4, 5. Und nochmal eine Mitte suchen und damit Kettmasche verbinden. So sieht das dann aus. Und von einem Element zu anderem gehen wir mit Hilfe von 3 Luftmaschen, suchen wieder so 1, 2, 3, 4 in fünfter Masche praktisch, ne? Also wie gesagt, zweite, wo wir zweites Mal diese 2 Stäbchen aus einer Masche gehäkelt haben, ne? Einmal übergehen wir, ein einzelnes Stäbchen übergehen wir und dann eben hier in die Mitte einstechen, mache ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen mit Kettmasche in nächster Doppelpack, in die Mitte von dem Doppelpack, ne, verbinden, 3 Luftmaschen, Umschlag holen und, ne, also einzelne Stäbchen lassen wir komplett frei. Ein Stäbchen, 2 Luftmaschen in die nächste Stelle, wo die Mitte von 2 Stäbchen ist. Wieder ein Stäbchen häkeln, 2 Luftmaschen hier. Na, drittes Mal Stäbchen, 3 Luftmaschen. Mit Hilfe von Kettmasche verbinden. Und dann 5 Luftmaschen. 3, 4, 5. Und noch mit Kettmasche. Sieht dann besser aus. Und dann wieder 1, 2, 3 Luftmaschen. Wir gehen jetzt von einem Element zu anderen. Suchen wieder die Stelle, wo wir zweites Mal 2 Stäbchen gehäkelt haben. Mit Kettmasche verbinden und so weiter. Und so beende ich diese Reihe. Ich mache 3 Luftmaschen, 2, 3. Gehe zu der Stelle, wo wir angefangen haben und mit Hilfe von einer Kettmasche schließe das Ganze. Reihe Nummer 21, da wo wir erstes Mal 5 Luftmaschen hatten, wir gehen praktisch mit Hilfe von Kettmaschen in die Mitte, bis wir die dritte Luftmasche erreicht haben. Also jetzt habe ich 3 Kettmaschen gemacht. Dann mache ich 1, 2, 3 Luftmaschen.
einen Umschlag holen und dann gehen wir sofort zu dem Stäbchen, wo wir also diese drei Stäbchen gemacht haben. Ich habe mich entschlossen, mit Reliefstäbchen weiterzuarbeiten. Und zwar Reliefstäbchen von vorne. Ich mache ein Reliefstäbchen und an der Stelle auch noch zweites. So. Dann gehe ich unter zwei Luftmaschen in die Luke, mache zwei normale Stäbchen rein. Hier in der Mitte mache ich drei Reliefstäbchen. Eins, zwei, drei, zwei Stäbchen in die Luke. So, und zwei Stäbchen da, wo wir letztes Mal in der Vorreihe ein Stäbchen gehäkelt haben. So. Dann mache ich 1, 2, 3 Luftmaschen. Hier sind unsere 5 Luftmaschen in der Vorreihe. 1, 2 in die dritte stiche ich ein und mache eine feste Masche. Dann müssen wir von einem Element wieder zum anderen kommen. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Und dann in die dritte Masche der Vorreihe häkle ich eine feste Masche. 3 Luftmaschen und dann mache ich weiter mit Reliefstäbchen. Also 1, 2 mal. Dazwischen, also da wo wir 2 Luftmaschen hatten, mache ich 2 einfache Stäbchen. In der Mitte 3 Stäbchen an einer Stelle, Reliefstäbchen. Drei, dann wieder 2 Stäbchen dazwischen. Und noch 2 Stäbchen, 2 Reliefstäbchen. Da, wo wir schon mal Stäbchen vorbereitet haben. Und dann wieder 3 Luftmaschen. In 1, 2, dritte Masche mit fester Masche befestigen. Und 4, 3, 4 Luftmaschen. Und dann sind wir weiter. Und so weiter machen wir. Und am Ende dieser Reihe sehen wir uns wieder. Und so beende ich diese Reihe. Da ich für nächste Reihe in der Mitte, so in der Mitte bleiben muss, mache ich 2 Luftmaschen und ein Stäbchen da, wo wir unsere Arbeit oder diese Reihe angefangen haben. Da häkle ich jetzt Stäbchen rein und so bin ich in der Mitte. Also Reihe 22, die geht einfacher wie alle Reihen davor. Ich mache 4 Luftmaschen und ein Reliefstäbchen von vorne. Also einfach einzeln, also 2
3, 4 und dann 5. So. Und dann hier in der Mitte haben wir 3 Reliefstäbchen an ein Stäbchen gebunden, sozusagen. Diese mittlere Stäbchen, da mache ich wieder 3, damit meine Arbeit einfacher geht. Drehe ich meine Arbeit so um, so geht es ganz leicht und einfach. So, jetzt habe ich wieder meine 3 Reliefstäbchen in der Mitte und dann mache ich weiter mit 5 einzelne Reliefstäbchen von vorne. So sieht dann das Ganze aus. Und jetzt 4 Luftmaschen, 3, 4. Und die verbinde ich hier in der Mitte, wo wir unsere 4 Luftmaschen in der Vorreihe hatten. Nochmal 4 Luftmaschen. Und ich gehe weiter zu den Stäbchen und häkle, so wie davor, 5 Reliefstäbchen bis zur mittlere. An der mittlere mache ich 3 an ein Stäbchen gebunden und dann wieder 5 einzelne. Wirklich ganz einfach. Beendet bitte diese Reihe auch selbstständig und zu Ende dieser Reihe sehen wir uns. So, jetzt habe ich letztes Element fertig. Und dann mache ich 4 Luftmaschen, 3, 4 und gehe zu Anfang der Reihe und verbinde das Ganze mit einer Kettmasche. Reihe Nummer 23, also hier nach langem Überlegen habe ich mich entschlossen, folgendermaßen vorzugehen. Ich drehe meine Arbeit um und gehe mit Hilfe von Kettmaschen praktisch zu der Stäbchen, die an anderem Ende sind. Ne? Also 2. Also 4 Luftmaschen zurückgehen. 4 Kettmaschen, Entschuldigung. Und hier mache ich 3 Luftmaschen, die als ganze Stäbchen zählen. Nee, Moment, das gefällt mir nicht. Das hier. Ich gehe in beide Maschenglieder möchte ich nochmal. 1, 2, 3 Luftmaschen, die als ganze Stäbchen zählen. Und 6 Luftmaschen, also praktisch zu anderen Element nochmal rüber zu kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wird dann so aussehen. Und ich denke mal, diese 3 Luftmaschen am Ende besser wie am Anfang. Auf jeden Fall, ich habe das ausprobiert, gefällt mir überhaupt nicht. Und hier machen wir genauso wie in der Vorreihe mit Reliefstäbchen weiter. Diesmal sind das, ich meine, 6 an jeder Seite und 3 in der Mitte. So, 3.
4, 5, ja, und dann 6, das ist das hier. So. Ne? Will nicht. So, 2, 4, 6. Und in der Mitte machen wir wieder drei Reliefstäbchen auf selbe Art und Weise wie davor. So, und dann machen wir weiter mit 6 Stäbchen. Reliefstäbchen, selbstverständlich. 2, 3, 4, 5 und dann 6. Und hier machen wir 2, 3, 4, 5, 6 Luftmaschen, um einfach rüber kommen zu können. Und da machen wir weiter mit Reliefstäbchen. So muss das aussehen. Wie gesagt, also für mich war das beste Lösung. Ich habe verschiedene Varianten ausprobiert. Und hier werde ich dann eben so die Reihe beenden. Wie gesagt, also am Ende der Reihe sehen 3 Luftmaschen besser aus wie am Anfang. Wenn ihr bessere Methode kennt, bitte in Kommentaren schreiben. Demnächst mache ich dann so. So, meine Lieben, hier am Ende mache ich folgendermaßen. Damit der Muster vollständig bleibt, mache ich auch letztes Reliefstäbchen, also 6. Ne? 2, 4, 6. Und dann verbinde ich in die 3. Luftmasche das Ganze mit einer Kettmasche. Also ich denke mal, diese 3 Luftmaschen, die am Ende sind, die werden eigentlich in der Arbeit so unsichtbar sein. Reihe Nummer 24, die werde ich genauso jetzt anfangen wie die Reihe davor. 3 Luftmaschen, die als ganze Stäbchen zählen. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben hier wieder 6 Luftmaschen. Dann mache ich 7. Diesmal 7 Reliefstäbchen, 2, 7 und hier in mittleren oder um den mittleren Stäbchen davor mache ich diesmal ein Reliefstäbchen und dann 13 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber an dieser Stelle möchte ich wieder mit Perlen arbeiten, diese eine Reihe, weil das so Stielende von der Blume darstellen soll oder die Stelle, wo die Blume gerade so anfängt. Hier möchte ich wieder Perlen einsetzen, einfach zur Erinnerung, die Perlen, die ich benutze, sind 6 mm groß. Und dann mache ich mit
Ich verbinde das Ganze erstmal mit einer Kettmasche. So, und dann mache ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ihr keine Perlen benutzt, einfach 13 Luftmaschenkette. Und dann verbinden wir das Ganze nochmal zum zweiten Mal an dieser mittleren Stäbchen der Vorreihe. So, ich habe jetzt noch ein Reliefstäbchen gemacht. So soll das eigentlich aussehen. Und dann weiter mit 7 Reliefstäbchen. 1, 2. So. Und 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und weiter zu dem nächsten Element. So wird das dann Ganze aussehen. So, Reihe 25, die geht ganz einfach. Die letzte Reihe habe ich genauso beendet wie die vorletzte. So, wir machen jetzt 2, 3, 4, 5, 6 Luftmaschen. Und da, wo wir unser erstes Reliefstäbchen hatten, machen wir eine feste Masche. Dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und dann 13 Luftmaschen. Diejenigen, die keine Perle hier haben, einfach in die 7. Luftmasche das Ganze verbinden, und ich mache das mit einer Kettmasche, ne, so an der Stelle, wo ich Perle hatte, und weiter mit 13 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dann gehe ich wieder nach unten. Mache da feste Masche. Und so weiter. 2, 3, 4, 5, 6. Feste Masche. Und so weiter. So, 13 Luftmaschen in die 7. Masche der Vorreihe. In die 7. Luftmasche der Vorreihe verbinden mit einer festen Masche oder eben mit einer Kettmasche, das ist egal. Dann weiter 13 feste Masche, 6 feste Masche und so weiter. Und so beenden wir diese Reihe. 13 Luftmaschen. Wir gehen zu Anfang unserer Reihe und schließen das Ganze mit einer Kettmasche. So. Reihe 26. Mit Hilfe von Kettmaschen bin ich die 6 Maschen, Luftmaschen der Vorreihe weitergegangen. Also sind das 2, 4, 6 bis zur ersten Luftmasche von 13, die wir gemacht haben. Und hier
Also insgesamt sind das 2, 4, 6, 8 Luftmaschen, 8 Kettmaschen, Entschuldigung. Und dann mache ich 1, 2, 3 Luftmaschen, die als ganzes Stäbchen zählen, und eine Luftmasche, die für unser Muster nötig ist. Wir übergehen jetzt eine Luftmasche unten und in die nächste machen wir ein Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen in die übernächste Luftmasche davor, eine Luftmasche, wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, 2, 4, 6, 7 Mal müssen wir das haben. Und das passt dann. Die nächste machen wir Stäbchen. Jetzt machen wir 9 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und Umschlag holen und in die erste nach der Verbindungsstelle Masche davor machen wir ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine unten freilassen, das war falsch, so. Hier muss man ein bisschen aufpassen und eine Luftmasche nicht vergessen. Und die übernächste machen wir wieder ein Stäbchen. Luftmasche. Stäbchen, Luftmasche. So, hier noch ein Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, 2, 4, 6 und ein letztes Mal Luftmasche, das passt genau, ein Stäbchen. Und dann machen wir noch eine Luftmasche, gehen unter 6 Luftmaschen der Vorreihe und machen da eine feste Masche. Wieder eine Luftmasche und zunächst 13er Luftmaschenkette und da machen wir genau dasselbe wie davor. Stäbchen, eine Luftmasche. Eine Masche unten freilassen, in die nächste Stäbchen häkeln. Und so bis Ende dieser Reihe. Und diese Reihe beende ich auf ganz normale Art und Weise. 2 Luftmaschen, feste Masche in die Lücke und dann eben 2 Luftmaschen und eine Kettmasche. Reihe 27. 3 Luftmaschen, die als ganze Stäbchen zählen und eine Luftmasche, die für unsere Muster nötig ist. Und dann machen wir genau dasselbe wie auch in der Vorreihe. Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, also genau so viel, 7 Mal.
hier ist, hier gibt es keine Veränderungen in dieser Reihe. Nur eben an dieser Stelle, da wo wir 9 Luftmaschen gehäkelt haben, machen wir diesmal 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Einen Umschlag holen und dann gehen wir auf andere Seite. Und genauso Stäbchen in Stäbchen. Eine Luftmasche. Stäbchen, Luftmasche. Und ein letztes Stäbchen, also 2, 4, 6, 7. Und wir gehen einfach ohne Luftmaschen weiter rüber und machen Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen und so weiter. So wird das Ganze aussehen. 7 Stäbchen, eine Luftmasche immer dazwischen und an dieser Stelle 13 Luftmaschen. Und diese Reihe beende ich mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Reihe 28. Also mit Hilfe von Kettmasche gehe ich ein Stäbchen weiter. Das heißt, wir fangen hier an, die Stäbchen abzunehmen. So, hier mache ich jetzt 3 Luftmaschen und 3 Luftmaschen, die als ganze Stäbchen zählen und eine Luftmasche, die für unsere Muster nötig ist. Diesmal machen wir eigentlich dasselbe, nur eben ein Stäbchen weniger. Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, 2, 4, 5 und jetzt letztes Mal 2 Luftmaschen, 1, 2. Unten, wo wir 13 Luftmaschenkette, 13 Luftmaschen gemacht haben, übergehen wir eine Masche und in die nächste häkeln wir ein Stäbchen. Jetzt wieder 2 Luftmaschen, eine Masche unten übergehen, in die nächste Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen, in die übernächste Masche davor ein Stäbchen häkeln. Und so machen wir, bis wir hier an der Stelle 6 Stäbchen haben. 2 Luftmaschen, Stäbchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen. So, am Anfang hatten wir
eine Luftmasche freigelassen und am Ende haben wir auch eine Luftmasche frei. Dann nochmal zwei Luftmaschen und wir machen weiter. Stäbchen Luftmasche, Stäbchen Luftmasche. Und wie ich schon sagte, hier an dieser Stelle immer sechsmal. So. So. Also hier oben 2, 4, 6 und hier an der Seite 2, 4, 6 Stäbchen habe ich schon fertig. Und dann lasse ich auch hier unten ein Stäbchen frei und gehe zu den nächsten. Und so mache ich weiter. So, an der Seite ein Stäbchen weniger. Dafür machen wir hier zwischen Stäbchen zwei Luftmaschen. So, und diese Reihe wird ganz einfach beendet. Eine Kettmasche in die dritte Luftmasche häkeln, ohne zusätzliche Luftmaschen. Reihe 29. Hier machen wir weiter die Abnahmen mit Hilfe von Kettmaschen. Gehe ich diesmal zwei, drei. Also wir minimieren auf vier Stäbchen an der Seite, ne? Also 2, 4 machen wir genauso, nur eben weniger. Drei Luftmaschen, die als ganzes Stäbchen zählen, eine Luftmasche für den Muster, dann gehen wir in die nächste Masche der Vorreihe und machen Stäbchen, eine Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Und weiter machen wir 1, 2, 3 Luftmaschen. Rundum am Halb, also an diesem Halbkreis und 6 Stäbchen, die bleiben bestehen. Also 1, 2, 3. Einfach nur Stäbchen in Stäbchen. Hier wird es ganz einfach. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei Luftmaschen. Nochmal 1, 2, 3. Drei Luftmaschen. Jetzt möchte ich noch mal kontrollieren, also 4 Stäbchen an der Seite, 2, 4, 6 in der Mitte, 1, 2, 3 Luftmaschen, wir müssen symmetrisch bleiben und an anderer Seite genauso Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen.
Stäbchen, also wieder viermal. Und dann gehen wir sofort zur anderen Seite, die gegenüber ist. Zwei Stäbchen unten lassen wir frei. Und hier häkeln wir weiter. Und so bitte bis Ende dieser Reihe. Und wir beenden diese Reihe genauso wie Reihe davor in die dritte Luftmasche mit Hilfe von einer Kettmasche. Reihe 30 geht ähnlich der Vorreihe. Wir gehen praktisch mit Kettmaschen wieder zwei Stäbchen höher. Das heißt, in dieser Reihe werden nur noch zwei Stäbchen gehäkelt. Also drei Luftmaschen, die als ganze Stäbchen zählen. Und eine für den Muster. So, an der Seite nur zwei Stäbchen. Dafür machen wir drei, vier Luftmaschen in der mittleren Teil, hier oben. Und dieselben sechs Stäbchen, eins, zwei, drei, vier Luftmaschen Stäbchen 1, 2, 3, 4. Stäbchen an der Seite, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, und dann gehen wir sofort zu der nächsten Seite. Zwei Stäbchen werden also freigelassen, und dann gehen wir zunächst, ach so, eins habe ich, eine Luftmasche und Stäbchen. Und oben immer mit vier Luftmaschen. So machen wir dann weiter. Also die Reihe wird wieder in die dritte Luftmasche der Vorreihe mit Hilfe von Kettmasche beendet. Reihe Nummer 31 ist auch ganz einfach. Wir gehen mit Kettmasche, also ein Stäbchen lassen wir wieder aus, also wir machen hier wieder so eine Abnahme. Wir gehen in nächste Stäbchen, machen drei Luftmaschen und noch fünf für den Muster, drei, die als ganze Stäbchen zählen. Mache ich von vorne. So. Eins, zwei, drei. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf. Die für unser Muster nötig sind, und dann eben Stäbchen, 5 Luftmaschen, 2, 3, 4, 5 Stäbchen, 1, 2, 3, 4,
5, einfach mal oben 6 Stäbchen und mit und 5 Luftmaschen zwischen Stäbchen, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt mache ich praktisch letztes Stäbchen. Insgesamt haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stäbchen. Und dann gehen wir wieder, also ein Stäbchen an der Seite lassen wir frei. Nehmen den nächsten und machen dann weiter Stäbchen, 5 Luftmaschen dazwischen, Stäbchen und so weiter. So wird dann das Ganze aussehen. Und am Ende dieser Reihe sehen wir uns wieder. Und so beende ich diese Reihe, die gleichzeitig auch letzte Reihe ist, einfach in die dritte Luftmasche, wie auch davor, mit Hilfe von einer Kettmasche verbinde ich das Ganze und damit ist meine Arbeit beendet. Ich wünsche euch, meine Lieben, alles Gute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.